Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina, der Stempelkeks. Heute möchte ich euch eine Verpackung zeigen, eine geschlossene, die ich aus den Leckereientüten mit Sternen gemacht habe. Die sind ja so wunderschön lasergestanzt aus lebensmitteltauglichem Papier. Man kann also auch hier Lebensmittel einfüllen oder halt auch mit einem Batterieteelicht, versteht sich, kein echtes Teelicht, befeuern und dann, ich mache es mal als eins aus, dass man das wirklich so als Lichtertüte auch verwenden kann. Aber ich habe es jetzt einfach mal benutzt, um daraus eine Verpackung zu machen. Kann man vorne und hinten dekorieren und hier oben öffnet man die Verpackung. Und dann kann man sie immer noch wieder mit einem Teelicht versehen und auch da leuchtet es dann wunderbar. Und selbst die Rückseite habe ich dekoriert und der Einfachheit halber habe ich das heute mit dem entsprechenden Designerpapier aus dem Wichtelwunderland gearbeitet. So, jetzt machen wir eben den Deckel wieder rein. So. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt eine andere Farbkombi genommen. Ich habe jetzt Calypso gewählt, weil in dem Designerpapier Wichtelwunderland, da habe ich es, sind ganz viele verschiedene Farben drin. Da sind drin Babyblau, Schwarz, Bermuda-Blau, Calypso, Espresso, Marineblau, Pazifikblau, Papaya, Aquamarin, Blutorange und Wildleder. Ich habe mir jetzt die Calypso-Farbe ausgewählt und habe mir mit den Stanzformen, die es dazu gibt, auch schon die Objekte, die ich im Designerpapier ausstanzen konnte, ausgestanzt. Und somit kann ich jetzt auf die Schnelle, auf diese zwei ausgestanzten Teile, eben mein Wichtel und das die Wichtelhütte, den Pilz, direkt verwenden. Und wir nutzen gleich noch diese Stanzformen für den Pilz, der auch nicht im Stempelset drin ist. Da gehört auch noch ein Stempelset zu aus dem Wichtelwunderland. Wir reden von Produkten aus dem Mini-Katalog Juli bis Dezember 2022. Und da nutzen wir gleich diese reinen Stanzformen für den Pilz. Den habe ich auf der Rückseite noch mit angebracht. Wie gesagt, wir brauchen ein Stück Farbkarton, 18,5 x 28 cm, ein Stück dünnes, flaches Band. Ich habe unser Saumband in Knitteroptik genommen, das ist schön flach. Damit machen wir oben gleich unsere Schlaufe, an der das wirklich super gut herauszuziehen geht. Wir brauchen doppelseitiges Klebeband und damit haben wir dann auch schon an Materialien alles da. Ja gut, ein bisschen Reste für den Pilz, den wir gleich noch dazu stanzen wollen. So, und dann fangen wir auch schon gleich an. Wir nehmen unsere Papierschneidemaschine und falzen unseren Farbkarton. Wir legen die 28 cm Seite an. Ich klappe hier mal den Flügel in der Papierschneidemaschine aus, lege mal meine beiden fertigen Bilder an die Seite, beiden Stanzteile. So, und jetzt falze ich bei 4,8 cm auf der 28 cm Seite, wie gesagt, bei 4,8 anlegen und falzen. Dann weiterschieben bis 13,5 cm und falzen. Weiterschieben bis 18,3, falzen und rüber bis 27 cm. Da und auch wieder falzen. Dann legen wir das einmal hochkant und falzen nochmal bei 4,8 cm. Das wird, ja, in dem Falle nicht der Boden, sondern der Deckel für unsere Box. So, den habe ich jetzt hier. Ne? Das sind unsere normale, die langen Teile und das ist das, was wir sonst schon bei einer Schachtel als Boden falzen. Das werden wir diesmal als Deckel falzen. Wir müssen uns aber ein bisschen vorbereiten und zwar wollen wir ja gleich noch dieses Band anbringen. Damit das möglichst mittig ist, gehe ich jetzt her und falze einmal mein Objekt durch. Dann kann ich euch besser zeigen, was als nächsten Schritt gebraucht wird. Und dann noch einen Zentimeter Streifen und einmal noch den großen Bereich, der dann lange Falzkante. So. So wird das nachher unseren Deckel geben. Und wir müssen in einem Teil oben die Mitte markieren. Dann nehme ich das große Stück von dieser Leiste.
Das hier ist gleich, das wird weggeschnitten, damit der Rest zur Klebelasche wird. Dann wird das einmal ein Teil, das sind die beiden Seitenteile. Und das große Stück, was zwischen diesen beiden Seitenteilen ist, da setze ich mir jetzt eine Markierung. Und zwar mache ich eine Diagonale, nur so hier in der Mitte ein Strich. Es reicht ja, dass ich weiß, wo da die Mitte ist. So, da nehme ich mir jetzt direkt eine weiche Unterlage, nehme unseren Aufhebhelfer, der ja auch diese Piercing-Tool, diese Lochmalspitze hat, und drücke die wirklich einmal durch. Dann nehme ich mein Radiergummi und mache meine Bleistiftlinien gleich wieder weg. So, und jetzt muss ich meine Einschnitte machen, damit ich die Laschen hier entsprechend auch gleich zusammenfalten kann. Das, wie gesagt, das kleine Stück, haben wir gesagt, kommt weg. Ich schneide wieder neben der Falzlinie. Ganz minimal anschrägen, das reicht mir. So, und ich schneide ja die Falzlinien ganz raus. Und da noch. So, bevor ich jetzt das zusammenklebe, präpariere ich mir mein Band hier oben rein. Und zwar nehme ich dafür doppelseitiges Klebeband. Na, wo ist er? Da. Ungefähr, ja, 2 cm, da kommt es jetzt nicht so genau drauf an. Und klebe das von der Innenseite nach rechts und links neben meine Lochstanzung, die ich da gemacht habe. Dann nehme ich meine 12 cm Band, lege das auf Hälfte, nehme jetzt wieder meine weiche Unterlage drunter. Und zu dem Aufhebhelfer gibt es auch diese Falzstifte mit der dünnen Kugel und mit der kleinen Kugel und mit der großen Kugel. Und mit der kleinen Kugel passe ich durch mein Loch. Ich, wie gesagt, lege mein Band auf Schlaufe und drücke das hier durch meine Öffnung. Und dann ziehe ich das von der anderen Seite raus. Das geht wunderbar. Und jetzt versuche ich das so durchzukriegen, dass es hier als Schlaufe bleibt. Aber auf der anderen Seite schön übereinander. Und jetzt positioniere ich das so, dass ich das, wenn ich jetzt von oben drauf gucke, ihr könnt das, glaube ich, in der Kamera ganz gut verfolgen, dass es wirklich hier schön ausgerichtet ist als Schlaufe und hier unten auch noch parallel bleibt, also aufeinander liegt. Jetzt ziehe ich das ungefähr so weit raus. Jetzt kann ich das hier oben flach legen, das stört ja nicht. Knibbel meine Schutzschicht vom doppelseitigen Klebeband ab. Ja. Und lege jetzt die eine Hälfte des Bandes nach rechts auf meine Klebe. Und die andere Hälfte, die andere Seite auf die linke. Und drückt das gut fest, weil es soll ja gut halten. So, und damit ist mein Band jetzt ziemlich gut fixiert. Und hier oben habe ich meine Lasche, mit der ich das später hochziehen, meinen Deckel rausziehen kann. So, und jetzt kann ich hingehen, nehme meinen Flüssigkleber, bin ich immer noch ein Freund von, und mache jetzt hier meine Klebe drauf. Hupsala. Na gut, so natürlich nicht. Da, was da auch abstreichen. So, weil so viel Kleber an den Fingern ist beim Basteln nicht gut. Kann man aber gut abreiben. So, jetzt lege ich das hier einmal rüber und klappe mein Gegenstück dagegen. Bin mal gespannt, wie das in Calypso wirkt. Ich habe es jetzt mit den blauen Wichteln gemacht. Das sah da schon sehr gut aus. So, und jetzt muss ich beim Zusammenkleben natürlich darauf achten, dass ich, da sind übrigens die Seitenlaschen noch ein bisschen zu lang, die kann ich jetzt kürzen. Das kann ich vorher mit dem Papierschneider machen, ungefähr 0,3, 0,5 cm weg. Das kann ich aber auch, weil es dahinter niemand mehr zu sehen bekommt, jetzt einfach mit der Schere zurückschneiden.
klappe es zusammen, gucke mir das an. Ja, das ist auf jeden Fall ausreichend. Und jetzt mache ich auf die kleineren Stücke meine Klebe. Nicht hier auf die Seite machen, weil in der Mitte, da wo ihr keine, wo das vielleicht zu kurz geschnitten ist, da ist euch sonst die Klebe in der Box. Und das wollen wir ja nicht. So, dann klebe ich das hier drüber. Und hier mache ich jetzt auch Klebe drauf und auch ruhig über mein Band hier, was ich da befestigt habe, damit das auch nochmal von der Seite fixiert wird. Und jetzt kann ich das auf den Kopf drehen und von innen festdrücken. Bei wem es passt, die Hand rein. Bei wem die Hand nicht passt, der nimmt halt ein langes Lineal oder irgendwas, womit er das gut festdrücken kann. So, und damit ist mein Deckel schon fertig. Ich nehme jetzt meine Lichtertüte. Sterntüte. Sternentüte. Aha. Nimm meine Box und setze die jetzt von oben rein. Ich kann sie jetzt ein bisschen zusammendrücken, damit ich besser an den Zacken vorbeikomme, aber nicht richtig einbeulen. So, und damit habe ich meine Box da drin fertig. Und jetzt schmücken wir das Ganze noch aus. Wie gesagt, ich habe mich diesmal für den Wichtel mit dem Calypso-Farbton entschieden. Da nehmen wir jetzt unsere Dimensionals. Ich hatte sie hier hingelegt, da sind sie auch. So. Da machen wir, upsala, auf die Rückseite. Hinter dem Kopf, dem Körper. So, die können wir dann noch abknibbeln. Und hier aufsetzen. Und auf die Rückseite wollte ich einmal den Pilz draufsetzen. Und aber auch noch zusätzlich diese Pilze, die man ausstanzen kann. Dafür nehmen wir jetzt unsere Stanz- und Prägemaschine. Ich hole mal eben die kleine hervor. So, da passt das nämlich, die Stanzteile von dem Wichtel-Stanzset wunderbar. So, es kommt wieder die Einerplatte, eine Zweierplatte. Da drauf kommt dann unser Farbkarton. Ich mache jetzt den Pilzkopf oben. Auch in Calypso. Habe hier ein Reststück Calypso gewählt. Pack die da drauf. Und die beiden Stücke für den Pilzstiel. Ich weiß gar nicht, heißt das Pilzstiel? Ich bin jetzt kein Botaniker. So, und dann kommt da die zweite Zweierplatte drauf. Ihr wisst, bei der kleinen Maschine muss man das ein bisschen versetzen. Das heißt, es dürfen nicht alle Platten wirklich an den Rändern ausgerichtet sein. Und wenn es dann einmal packt, dann kann man das durchkurbeln. So, Maschine wieder weg. Und habe jetzt hier meine Stanzteile. Naja, der Pilz in Calypso sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Irgendwie bin ich durch meine Goodies, die ich da letztens immer gemacht habe, meine Pilze so oft eher rötliche Pilzköpfe eingeschossen, dass das jetzt ein bisschen komisch aussieht. Aber ist nicht schlimm. Ihr seht, in der Stanzform sind auch diese Teile für die Prägung und die sind auch wunderbar hier in den Stanzteilen. Ihr seht das bestimmt hier unter der Kamera. Ich finde das total klasse. Das erspart mir nämlich auch. Ich stempel gerne, frag mich nicht, zweifle da nicht dran. Aber das macht es natürlich noch einfacher, wenn ich da direkt die Stanzteile verwenden kann. Dann nehme ich meinen Kleber. Wo habe ich den versteckt? Ah, da ist er. Ich habe die Pilze tatsächlich vorher zusammengesetzt. Ich habe dann hier auf den Ansatz, ups, das ist ein bisschen viel, nutzen wir den gleich für den zweiten. So. Und ja, die Pilze sind tatsächlich ein bisschen unterschiedlich groß. Wenn ihr das hier seht, dann ist das der größere, das ist der, upsala, und das ist der kleinere. Ich nehme den großen für den langen Stiel. Und den anderen auf den kleineren. So. Dann nehme ich meine schon mit Box versehene Sternentüte. Nein, Leckereientüte. Leckereientüte mit Sternen heißt sie. So, und die habe ich tatsächlich auch mit Dimensionals aufgeklebt. Da nehme ich jetzt die kleinen.
kann ich mir hiermit gut runternehmen mit dem Aufhebhelfer, mit dem Pieker da. Und habe die hinten auf den Ansatz gesetzt, wo der Pilzkopf auf dem Pilzstiel sitzt. So habe ich beides nochmal fixiert. Und weil ja die Tüte hier einen Knick hat, durch die Verpackung, wenn man es flachgelegt hat zum Transport, dass sie alle in die Kiste passen, um das so ein bisschen zu kaschieren, habe ich mir jetzt gedacht, ich setze die Pilze da an die Kante. Die Schutzschicht abknibbeln. Ja, vielleicht ein bisschen tiefer. So. Und klebe deshalb auch unten den Stängel nicht an, sondern der kann jetzt flexibel bleiben. Ja. Wenn dann die Tüte sich ein bisschen bewegt, dann ist das nicht schlimm, weil das hat Spiel. So, und mit dem Pilzhäuschen hier, meine Wichtelhütte, da nehme ich dann auch Dimensionals. Bin jetzt mal großzügig und nehme mal 3 Stück. So. Und auch da die Schutzschild abknibbeln. Ich finde das total genial, wenn die Stanzformen auch auf die Designerpapiere passen. Und hier beim Wichtelwunderland ist das eben bei diversen Motiven der Fall. So, und fertig ist unsere Box. Da oben kann ich wunderbar dran ziehen. Es passiert nichts. Von innen ist das Band versenkt. Kann nichts passieren. Und wenn ich die Tüte befüllen wollen würde, dann würde ich hier die Befüllung reintun. Die praktisch liegend hier reinschieben. Beziehungsweise das über Kopf drüber stülpen, je nachdem, was ich eingefüllt habe. Hier ein bisschen zusammendrücken, dann passt das auch an den Zacken vorbei. Und dann umdrehen. Und dann ist das, was ich drin haben wollte, drin. Und der Empfänger kann das dann, wenn das hochzieht, dann fällt es halt in die Tüte rein. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Da ist ja überhaupt kein Verderb dann dran. So. Und somit habe ich meine Leckereientüte mit Sternen als Box verpackt, die auch anschließend wieder als Lichtertüte verwendet werden kann, wenn man sie denn so weiter nutzen möchte. Ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen. Wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich werde auf meinem Blog auch wieder im Beitrag schreiben, wo ich die Maße nochmal genauer angebe. Und sämtliche Infos über die Materialien, die ich in diesem Video benutzt habe, findest du unter der Beschreibung. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich zeige euch die nächsten Tage noch eine Box, die ich auch mit den Leckereientüte mit Stern gemacht habe. Aber da ist tatsächlich die Leckereientüte der Deckel. Und da ist die Box unten drunter. Aber die in einem anderen Video. Heute sollte es um diese Boxen gehen. Mit dem Wichtel Wunderland, die Leckereientüte mit Sternen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bleibt kreativ und danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Stempelkeks Christina.